Recht herzlich willkommen zur 277. Folge von City Skylines. Ja, wir gehen noch mal hinten hin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir bei dieser Kreuzung, die wir da gebastelt haben, nicht die manuellen Ampeln anhatten, oder? Kann man das nachvollziehen irgendwie? Wir brauchen eine zeitgesteuerte Ampel, wollten wir da ja haben. Die ist auch zeitgesteuert, wie wir sehen. Nee, dann passt's wohl. Dann haben wir alles richtig gemacht. Jetzt ist noch die Frage. Ich glaube, wir gehen besser mal rein und gucken uns das an, oder? So, Schritt 1, 20 bis 30 Sekunden. Wir haben die gar nicht gestartet, oder? Ich glaube, wir können das mal hier überlegen, dass wir das nochmal ändern. Stopp. Ampel entfernen. So, jetzt nochmal Ampel einrichten. Schritt hinzufügen. Wir hatten hier schon 20 Sekunden. Und da 30 Sekunden. Hinzufügen. Ändern nochmal. Wenn die Mindestzeit abwechselt zum nächsten Schritt, falls. Also, wir müssen jetzt natürlich hier erstmal die stellen wir mal auf Rot. Und die stellen wir mal auf Grün. So. Das bedeutet, die fahren und moderate Grünphasen, das passt soweit. Speichern. So, Schritt hinzufügen ist dann, die bekommen Grün, die bekommen Rot, die bekommen Rot. Da wird's grün, da ist grün. So, und die haben Rot. Das ist der zweite Schritt, ne? 20-30, moderat, hinzufügen, zwei Seiten und starten. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Die fahren und die Fußgänger haben Grün, die haben auch Grün. Fußgänger sind da sowieso nicht ganz viele, glaube. Mir bringt der Müll zu Fuß zur Mülldeponie, keiner, ne? So, jetzt muss es irgendwann mal wechseln. Schon verdammt lang, ne? Die Phase allerdings ist da jetzt gerade nur einer am Warten, ne? Jetzt wollte ich doch mal sehen. Ah, jetzt wechselt die Zeit. Jetzt fahren die beiden, okay. Ich glaube, wir können den Wechsel hier kürzer gestalten, kann das sein? Ist natürlich gerade schäbiges Wetter hier, ne? Ja, da stehen jetzt schon viel dafür, ne? Ich glaube, Schritt 1 können wir nochmal bearbeiten. So, weiter. Weiter. Okay, das ist das weiter. Stopp. Ändern. Die Zeit ist zu lang. 10. 20 mache ich mal nur. Speichern. Und das gleiche machen wir hier auch. 10. 20. Speichern. Und starten. Jetzt sind gerade ganz viele von da gekommen, ne? Die fahren aber auch gerade alle durch. So, jetzt der ist schon über Rot gefahren, der kriegt kein Strafmandat. Der darf. Also die meisten kommen ja von hier, ne? Jetzt haben komischerweise alle Grün. Ist das denn richtig? Dann werden die ja tot gefahren. Stopp. Ändern. Jetzt hat keiner hier. Das muss grün und das muss grün. Speichern wir. Das hier. Wieso hatten wir das eben falsch gemacht? Die Ampel. Haben die beiden grün und das speichern. Und jetzt starten wir das. So, die beiden sind grün und die Fußgänger rot. Jetzt ist es richtig.
So, jetzt werden diese. Jetzt passt's, ne? Jetzt sieht das gut aus. Was ist ein Zähler anzeigen? Wo ändert sich was mit dem Zähler? Ach, da. Ach, hier sieht man das an der Ampel. Okay, da rutscht es auch noch runter. Ich glaube, diese Ampel, Schritt 2 kann kürzer sein, weil da gar nicht so viele Autos kommen. Stopp. Schritt 2 ändern. 5 und 10. Ich weiß nicht, wofür das zweite ist, aber das müsste man dann mal gucken. Speichern. Starten. Adaptive Schriftumschaltung. Fahrende Fahrzeuge, wartende Fahrzeuge. Standard. Ich glaube, damit ist gemeint, ja, wir können das mal austesten. Wenn hier keiner kommt, kann das ja immer grün bleiben, ne? Das müssen wir dann nochmal ändern. Stoppen wir das. Und das ist ja jetzt hier. Fahrende Fahrzeuge, wartende Fahrzeuge, Standard. Fahrende Fahrzeuge sind mehr wie 0. Wartende Fahrzeuge sind mehr wie 0. Dann soll es angehen, oder wie? Speichern, starten. Jetzt zählt er runter. Können das ja mal testen. Schaltet er um und jetzt hier 10 Sekunden läuft da. Also er hat schon vorher umgeschaltet, weil keiner da ist, oder? Kann das sein? Jetzt ist jemand da. Die fahren jetzt. Es ist keiner mehr da. Auf jeden Fall ist es so besser. Hier muss mehr gefahren werden wie da, definitiv, weil da ja gerade mal ein, zwei Wagen nur stehen. So, jetzt ist er umgeschaltet. Es ist kein Auto mehr da. Es kommt kein Auto mehr. Aber er schaltet sowieso erst bei 4 oder so um. 5 auf 4 schaltet er um, oder? Aber das ist schon mal hier das Passende, würde ich sagen. Ne? Das funktioniert ganz gut. Fußgänger sind da ja nicht, ne? Oder? Nein. Jetzt sind 3 Wagen da, ne? Jetzt kriegt der grün 9, 8, 7, 5. Jetzt schaltet er bei 4 um. Das ist auf jeden Fall so weiter erstmal gut. Gut, dann weiter wäre hier umschalten. Jetzt weiß ich nicht, wie man das hier dann da ausschaltet wahrscheinlich, ne? So, jetzt kann man eine Ampel auswählen dann. Boah, was ist hier los? Jetzt stehen sie hier wieder und keiner weiß warum. Weißt du was? Hier muss es jetzt irgendwie eine zeitgesteuerte Ampel geben oder was? Das ist ja schon geklärt. Hier ist definitiv eine Vorfahrtsstraße. Ich weiß nicht, warum sich es jetzt hier zurückstaut. Kein Mensch weiß das.
Die können doch einfach abbiegen. Ist dieses Stück Kreuzung hier das Problem? Dann ziehen wir das mal kurz um, oder? Machen wir mal. Bauen wir mal die Straße hier anders. Kriegen wir das hin, ist die Frage, ne? Lass mal gerade schauen, dass wir diese auswählen. Nein. Wir machen das Stück Straße, reißen wir erstmal weg. Das reißen wir weg. Das ist eine Hin- und Herstraße, ne? Oder? Ja. So, und das hier ist eine Auffahrt. So, jetzt machen wir das so, dass wir diese Straße erstmal dahin verlängern. So. Und dann nehmen wir noch die Auffahrt, die wir ja hier finden, und legen los nach da, da drauf. So, und hoffen, dass das jetzt ein bisschen besser geworden ist. Okay, jetzt noch den mal an. Den an. Nehmen diese Kreuzung wahr. Die fahren nach da, nach da und nach da. Passt. Nee. Die nicht mehr dahin. Kriege ich jetzt das auch nochmal angeklickt? So, das ist weg. Und das ist auch weg. Gut, die fahren nur da lang. Okay, dann passt das. Die dürfen sowieso nur nach da fahren. Und, obwohl, ist das hier eine Einbahnstraße jetzt oder nicht? Das ist keine Einbahnstraße. Wenn es mal aufhören würde zu regnen, ne, dann wäre das schon angenehmer. Da lang und da lang. Niemand darf da reinfahren. Dieses Stück Straße ist da neu gekommen, oder wie sehe ich das? Dann müssen wir da nochmal hin. Da, da, da oder auch da und da und das. So. Jetzt muss das weg. Jetzt müssen wir wieder anmachen. Jetzt machen wir den wieder an und jetzt können wir das nochmal checken hier. Die fahren da lang. Und da lang. Das passt schon mal. Die fahren nur nach da. Können natürlich auch nach da fahren, ne? So, da und da ist klar. So, die fahren da und da. Und die fahren nur nach da. Passt. Jetzt ist das richtig. So, jetzt brauchen wir hier noch eine Ampel. So, zeitgesteuerte Ampel einrichten. Da gibt es einen derben Rückstau. So, den ersten Schritt. 5 bis 10 Sekunden. Das ist da grün. Da grün. Und da grün auch manuell. Da
da rot manuell und da grün manuell. Gut, passt. Hinzufügen. Schritt 2 ist dann hier erweitern. Ist dann da rot, da grün, da grün, da rot, da rot. Mach da mal alles rot. Und da ist grün. Also der gerade Ausspur darf weiterfahren. Der Abknicker ist passend. Hier muss noch rot werden. Das lassen wir mal so. So. Fahrende Fahrzeuge sind gleich 0. Ich probiere das mal aus. So, hinzufügen. Jetzt ist das soweit gut. Und Schritt hinzufügen ist jetzt, die wird grün, die wird rot und die ist rot. Und das ist passend. So. Fertig. Starten. Angucken. So, jetzt weiß ich nicht, warum diese hier wieder falsch ist. Schalte mal, aha, da schon. So, wann läuft das jetzt? Das ist die Frage. Alles ist rot, die haben grün. Diese Ampel funktioniert irgendwie nicht, kann das sein? Müssen wir nochmal Stopp machen. Da ist rot. Speichern. Da darf sie grün sein und die darf da auch grün sein. Weil die müssen ja aufpassen. Speichern. Dritter Schritt. Die müssen alle rot sein. Speichern. Ampel starten. Die fahren da um die Ecke. Alle haben grün außer die. Stopp, das war gerade falsch. Zweiter Schritt ist richtig. So, Ampel wechselt. So, die ist okay, das ist alles okay. So, jetzt. Das ist okay. Da müssen wir noch die Zeiten anpassen. Jetzt ist okay. Die haben grün und die. Das ist auch alles okay. Die fahren geradeaus. Das ist okay. Das passt. So, jetzt ist das alles soweit richtig. Jetzt müssen wir nur gucken, wie der Verkehr insgesamt. Also hier rechts muss die Phase verlängert werden, glaube ich, oder? Ja, die sind ja da voll am Warten. Die müssen länger grün haben hier in der Phase.
So, diese Phase, die jetzt läuft, die zweite, muss länger grün haben. Wegen diesen Rechtsabbiegern. Die dritte Phase. Ja, die erste Phase könnte sogar noch kürzer sein. Okay. Ändern. 3 auf 5. Speichern. Zweite. 10 auf 15. Speichern. Dritte. 10 auf 15. Speichern. Und starten. So, jetzt. Hier ist sowieso keiner, der geradeaus fährt. Doch, einer kommt. Oh ne, der will sogar links. Ja, hier ist natürlich bärig voll, ne? Jetzt ist da. Da standen jetzt gerade nur zwei Autos, ne? Ist klar. Dann sind es hier schon mehr geworden. Und das ist dann doch zu kurz hier. Und hier ist... muss es nicht so lang sein. Da muss es am längsten sein. Also. Schritt 1 ändern wir. Haben wir wieder 5. Auf 8. Speichern. Ändern. Machen wir mal 12 auf 17. Weiß zwar nicht, wofür jetzt die 12 ist, aber egal. Und das dritte hier ist 8 auf 12. Speichern. Starten. Jetzt fahren die alle weg, das ist gut. Der letzte muss warten, das ist alles okay dann. So, jetzt haben diese frei die Fahrt. Okay, hier ist das Ende. Top, alle weg. Und dann wird's rot. Passt. Jetzt sind die dran. Top, alle weg. Und jetzt wird's rot. Passt. Sind die dran? Alle weg. Passt. Jetzt sind die anderen wieder dran. Aber da steht jetzt keiner gerade. Jetzt stehen sie hier natürlich mehr. Aber das wird sich schon einrenken, oder? Ja, das war jetzt hier zu lange wieder, aber beim nächsten Mal ist wieder anders, oder? Jetzt gucken wir, dass die hier alle durchkommen bis zu diesem LKW, weil der andere kam schon neu. Verzögert, verzögert. Und ich glaube, der ist noch durch. Vielleicht einer zu wenig, aber das ist nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, passt das. Sind wir an der Kreuzung erstmal durch. Das mal aus. Das mal aus. Das mal an. Leer machen. Leer machen. So, dann ist jetzt diese Ampelgeschichte hier wohl erstmal erledigt, oder? Das leert sich. Und soweit so gut. Okay, das heißt, hier müsste es eigentlich jetzt relativ gut funktionieren. Hier ist bestimmt noch rot, aber das sollte mit der Zeit vielleicht so werden wie hier. So ein bisschen blasser. Das hat sich ja hier auch gut ergeben, oder? Und ich denke, das kommt hier auch. Entschuldigung. Ja. Also hier stehen sie immer am weitesten, ne?
Aber geht noch. Und wenn der da spawnt, ist natürlich doof, ne? In den Kreuzungsbereich rein. So, jetzt fahren die alle. Bis zu dem PKW. Und da stehen sie schon doppelt. Super, ne? Er fährt dann doch lieber geradeaus. Könnte hier natürlich die zweite Spur auch so machen, dass man da und da trennt, ne? Ja, aber das mit dem Linksabbieger, zweispurig Linksabbiegen, das klären wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Und ja, das Letzte, was neu ist, schreibt einen Kommentar darüber, wie ihr das hier so haltet. Ne? Alles klar, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.